Zeitung schreibt ja, der Ministerpräsident wolle noch in diesem Monat sein Amt aufgeben. Der Politiker ist seit mehr als 17 Jahren im Amt. Beck ist noch bis 2016 gewählt, aber seit Monaten gibt es Spekulationen, dass er diese Amtszeit nicht mehr zu Ende macht, weil sie hier in Esbjerg eigentlich nicht auf dem Laufen. Kommen wir zu den Moments, das war der Verkehrszentrum. Vor Sie bitte Pferde laufen im Kreis Südwestpfalz auf der Freistraße zwischen Wattweiler und Reifenberg. Übersicht gleich wieder um kurz nach 8. Das ist die Morning Show der Steigerung, wollte ich schon sagen. Das ist klar. Wir haben mit einer Note 1 vorgetragen von dir. Tagsüber wechselhaften Schauern, Gewitter mit Sonne, 16 bis 23 Grad. Diese Emotion in der Stimme hat mich gemacht. Bis wir drei und Sie jede Menge gemeinsame Freunde.